Die USA patentieren die Verwendung von Marihuana bzw. Cannabis in Europa. Mehr in diesem Video. Viele Drogenaufsichtsbehörden wie die DEA, die Drug Enforcement Agency in den USA, bestreiten die medizinische Wirkung von Marihuana oder Cannabis. Nichtsdestotrotz hält die USA, also als Staat, mehrere Patente auf die Verwendung von Marihuana und Cannabis. Ein Beispiel dafür ist das erteilte europäische Patent 1071419 B1. Hier wird die Verwendung von einem Cannabinol für die Behandlung von verschiedenen Krankheiten patentiert. Das Patent wurde am 25. Juli 2007 erteilt. Einen Link zu dem Patent und zu den ganzen Informationen zu dem Patent habe ich in die Shownotes eingebaut, also einfach unter diesem Video nachsehen. Der erste Patentanspruch in diesem Patent, der den Schutzbereich des Patents definiert, gibt es hier. Es geht hier also um die Verwendung eines Cannabinoids zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung von Erkrankungen, die durch oxidativen Stress verursacht sind, welche die Verabreichung einer therapeutisch wirksamen Menge des Cannabinoids an einen Patienten umfasst, der eine Erkrankung aufweist, die durch oxidativen Stress verursacht ist, wobei dem Cannabinoid im Wesentlichen NMDA-Rezeptorantagonistenaktivität fehlt. Das hört sich erstmal technisch kompliziert an und ich erkläre mal die wichtigsten Fachtermini. Mit Cannabinoid ist die aktive Substanz in Marihuana und Cannabis gemeint, also zum Beispiel THC. Mit den Erkrankungen, die durch oxidativen Stress verursacht werden, sind Krankheiten wie Parkinson oder Alzheimer gemeint. Genaueres steht in dem Patent. Da habe ich ja den Link in die Shownotes reingepackt. Was ist ein NMDA-Rezeptorantagonist? Es hat sich gezeigt, dass die NMDA-Rezeptoren bei Sauerstoffmangel im Gehirn den Zelltod noch beschleunigen. Wenn man also Antagonisten gegen diese Rezeptoren einführt, dann können diese gehemmt werden und der Zelltod eben nicht ganz so schnell eintreten. Es wurde nun in diesem Patent herausgefunden, dass ganz normales THC, also der normale Wirkstoff in Cannabis oder Marihuana, die Rezeptoren nicht hemmt, also kein Antagonist ist, und THC trotzdem medizinisch wirksam bei der Therapie eingesetzt werden kann. Wer fällt also unter dieses Patent? Eine Firma, die ein Medikament aus Cannabis oder Marihuana gegen Alzheimer oder Parkinson herstellt, wird aus meiner vorläufigen Sicht unter diesen Patentanspruch, den erteilten Patentanspruch fallen und das Patent verletzen. In Deutschland ist dieses Patent allerdings nicht mehr in Kraft. Die medizinische Wirkung von Cannabis und Marihuana kann angesichts dieser Patente wohl kaum mehr bestritten werden. Falls Sie dieses Video interessant fanden, abonnieren Sie doch meinen Kanal, drücken Sie auf Like, Fragen und Kommentare gerne unter dieses Video. Und das Wichtigste zum Schluss, ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.